Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung oder vielmehr das Zusage, dass wir jetzt kooperieren können mit der August-Bebel-Institut. Ich freue mich unheimlich, dass dieser Raum so voll ist. Das finde ich super. Besonders, weil heute Valentine's Day ist, Tag der Liebe. Ich hätte gern euch alle Blumen gebracht. Habe ich nicht geschafft. Ich habe nicht so viel tragen können auf einmal. Ich finde das Wort Liebe und ja, dieses Thema, es passt sehr gut zu der Ausstellung und zu heute. Es gibt ein Zitat, der mich begleitet in meiner aktivistischen Arbeit von Patricia Hill Collins. Auf Englisch ist das: Loving black people in a society that is so dependent on hating blackness constitutes a highly rebellious act. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das auf Deutsch sage. Aber so ungefähr, wenn wir schwarze Menschen lieben, und lieben heißt jetzt nicht, dass wir sie erotisch finden oder so, sondern wirklich lieb haben, in einer Gesellschaft, die normalerweise Schwarzsein hasst, ist diese Liebe ein sehr rebellischer Akt. So. Und ich denke, dass diese Liebe zum Schwarzsein ist etwas, was in Deutschland wir viel mehr üben können. Ich bin Sharon, ich bin Mutter. Aktivistin, Autorin und Herausgeberin der Reihe Witnessed, sowas wie Zeuge, Zeuginnen. Und bevor ich in situ auch einlade, mit ins Gespräch zu kommen, sie ist die Autorin der dritten Reihe, wollte ich ein bisschen mehr über die Reihe Witnessed erzählen. Also Witnessed fing in Oktober 2012 an mit dem ersten Buch, The Little Book of Big Visions, How to be an Artist and Revolutionize the World, sowas wie das kleine Buch der großen Visionen, wie man als Künstler in die Welt erobern kann. Und das Ziel mit der Reihe war, sowas wie eine Plattform für schwarze Menschen in Deutschland zu bieten, damit sie sich selber präsentieren können, ihre eigene Geschichte und Erfahrung erzählen können. Und das ist nicht das erste Mal, dass schwarze Menschen in Deutschland sowas machen. Schwarze Menschen in Deutschland existieren seit Jahrhunderten, erzählen ihre Geschichten seit Jahrhunderten. Ich freue mich, Teil einer Bewegung zu sein, das eine sehr, sehr lange Geschichte hat. Und mein Ziel mit der Reihe auf Englisch ist sowas wie Unterstützung für die Arbeit, die hier bereits so lange stattgefunden hat, zu leisten, indem ich sage, okay, ich hole auch ein bisschen Support von außen, Leute. Also die Leute in englischsprachigem Ausland sollen auch erfahren, wie unser Alltag hier aussieht, was wir so hier erleben, was wir hier so denken, was für Expertise wir uns inzwischen angeeignet haben. Das erste Buch, The Little Book of Big Visions, wurde herausgegeben von einer Kuratorin, die hier in Berlin lebt, Sondrine Mikosse-Akins und ich zusammen. Das zweite Buch ist ein Theaterstück, das heißt Also by Mail. Auch via Post. Und wurde von Olumide Popoola geschrieben. Sie ist eine Poetin, Spoken Word Poet und Autorin, die in London inzwischen lebt. Und das dritte Buch, wie wir wissen, ist ein Fotobuch, Schwarz-Weiß-Fotos, Thema schwarze Frauen in Deutschland oder schwarze Frauen aus Deutschland. Und heute feiern wir dieses Buch und die Ausstellung mit dem gleichen Namen. So, in situ.
wir werden jetzt zusammen sprechen, weil ich wusste in situ, sie spricht nicht so oft und so vor so vielen Menschen. Ich habe gedacht, ich unterstütze sie ein bisschen, indem ich ein paar Fragen stelle und du brauchst nur zu antworten. Erstens, warum hast du diesen Titel Daima gewählt? Ich habe Daima gewählt, weil das eins meiner Lieblingswörter auf Swahili ist. Ich finde, das ist ein sehr starkes Wort und ich habe das auch als Antwort, also ich werde immer noch eigentlich ganz oft gefragt, wie es mir in Deutschland gefällt, wie lange ich hier bin und wann ich wieder zurückgehe. Und das sollte halt eine Antwort darauf sein, wann ich wieder zurückgehe. Und es klingt wie im Deutschen immer. Und Daima, das klingt ähnlich. Und in Situ, warum hast du ausschließlich Frauen gewählt für dieses Buch? Ich habe schon ganz viel Ärger bekommen, weil ich keine Kinder einbezogen habe. Ich habe leider keine Männer mit einbezogen und ich habe gesagt, was noch nicht ist, kann noch werden. Ich habe das gemacht, weil ich, wie gesagt, ich mache Fotografie und die meisten Bücher oder Fotobände, die ich kenne über schwarze Frauen, die sind rein optisch wunderschön. Es sind, also die Frauen sind wunderschön, aber die Art und Weise, wie sie dargestellt werden, ich konnte mich nie wirklich damit identifizieren und habe immer nach anderen Sachen geguckt und kaum gefunden. Also die meisten wurden irgendwie von weißen Männern gemacht und das war halt immer so eine spezielle Perspektive. Und ich hoffe, es passieren jetzt noch andere Perspektiven, außer die ich ja so erlebt habe. Und wie bist du zu den Frauen gekommen, die du gewählt hast? Also wie hast du sie auserwählt? Also viele kannte ich schon, also einige kannte ich schon und fand sie so toll und dachte, nicht nur ich sollte sie weiterhin bewundern, sondern ich finde, es sollten viel mehr Leute irgendwie so über diese tollen Frauen erfahren. Und einigen wurden mir vorgestellt oder empfohlen und die habe ich während des Projekts kennengelernt und bin total begeistert von denen. Und während dieses Prozesses, das Buch zu machen und die Ausstellung zu machen, was war dein bestes Moment? Oh, weia. es gab einige Momente. Also ein Moment, ich kann mich erinnern, als wir den Text von Anna bekommen haben und sie hat sehr gehadert und wusste nicht, was sie schreibt, wie sie es machen soll. Und dann haben wir diesen Text bekommen, der so stark war und der so empowered war und wir sind fast umgefallen. So. Und das war ein toller Moment. Ich fand die Zusammenarbeit mit unserem Grafiker Markus total spannend. Jedes Mal, wenn wir mit ihm zusammengekommen sind und überlegt haben, wie wir das realisieren, wie wir das visueller noch besser machen können, sind so tolle Sachen dabei rausgekommen. Wir sind strahlend so aus seinem Büro rausgegangen und dachten, ja, mehr davon. So. Und die letzte Frage, wie siehst du die Zukunft für Daima? In Deutschland, in Europa, in der Welt? Oh wow. in Deutschland, ich würde gerne, dass wir reisen und es noch bekannter machen. So mit der weiten Welt, also wir haben schon Kontakt aufgenommen zu einigen Ländern, eigentlich nur in Afrika bis jetzt, also Tansania ist im Gespräch mit dem Goethe-Institut und die haben schon zugesagt, dass wir da immer hinbringen wollen, also die sind total motiviert, die wollten eigentlich schon, dass das jetzt im Februar stattfindet und mussten wir leider ablehnen und sagen, bitte später, aber da haben wir eine Zusage und Kenia steht irgendwie noch so im Blick und Namibia und ich glaube, Ghana.
Oh, Ghana. Ghana. Oh, Ghana. Ich habe nie Ghana vergessen. Ja, Ghana. Ja. Ghana. Ja, Ghana. Okay, vielen Dank. Ja. Irgendwann in meiner Kindheit habe ich begonnen, sie Ewigkeitsmomente zu nennen. Diese Momente, in denen die Zeit aus den Angeln gehoben wird. Weder läuft sie weiter, noch scheint sie stehen zu bleiben. Der Raum um dich herum ist weder da noch weg. Dein Blick ist nicht geschärft, nicht diffus. Du hörst alles und nichts. Alles scheint sich aus seinen Dualitäten zu lösen. Es gibt kein Entweder noch ein Oder, kein Ja und kein Nein, kein Gut oder Böse. Andere würden vielleicht sagen, ein Moment, in dem die Zeit stehen blieb. Doch ich kann mit dieser Phrase nichts anfangen. Was soll das heißen, die Zeit bleibt stehen? Die Zeit spielt doch in so einem Moment gar keine Rolle. Dennoch versuchte ich, rational geprägt, wie ich bin, einer Regelmäßigkeit auf die Spur zu kommen, wann denn diese Ewigkeitsmomente auftauchen. Ein Muster zu erkennen, wie sie auftauchen oder Faktoren zu finden, mit denen sie gemeinsam auftauchen. Im Teenageralter kam ich zu dem Schluss, dass ich sie meistens in der Natur erlebe. Mittlerweile begegnen sie mir zum Beispiel, wenn ich einem Menschen in die Augen schaue, mich traue, wirklich in Kontakt mit dieser Person zu gehen und das Gefühl habe, wir versinken im Seelengrund des jeweils anderen. Und es gibt dabei nichts zu befürchten. Wenn ich als Praktikerin der Greenberg-Methode einen Menschen mit meinen Händen berühre und einfach nur bin, atme und spüre. Oder auch, wenn ich einen Satz lese wie: Jede Entscheidung war letztlich unerheblich und daher eine Erinnerung an Freiheit. Und diesen Satz immer und immer wieder lese und irgendwann plötzlich auf meine Hände und das Buch blicke, als würde ich sie zum ersten Mal sehen und nicht mehr weiß, wie lange ich überhaupt schon lese oder auf dieser Buchseite verweile. Und dann gibt es da noch diese anderen Momente. Alles um dich herum löst sich auf. Du weißt nicht mehr, wo du bist, wer du bist und warum du bist. Und ob du überhaupt sein darfst. Momente, in denen einfach nur ein riesiges Fragezeichen in dir auftaucht. Früher war dieses Fragezeichen von bedrohlich diffus bis ganz konkret bedrohlich, wie das Fragezeichen hinter dem Satz: Darf ich einfach sein? Einerseits ist diese Frage mitunter so schmerzvoll, dass ich sie in jüngeren Jahren mit all den anderen schmerzvollen Fragen des Aufwachsens und Sozialisiertwerdens wohl ganz schnell irgendwo hingepackt habe. Ich vermute ja, rechts unterhalb meines Bauchnabels ist so ein Lagerort. Gleich neben der Wut. Andererseits war ich sehr schnell dressiert darauf, einfach schnell zu reagieren oder gar nicht zu reagieren oder keines von beiden. Denn Menschen oder Bilder, die diese Momente schaffen, haben meist keine Geduld, kein Verständnis für die Zeitlosigkeit des Moments, keine Achtsamkeit für seine desaströse Wirkung auf mich. Lange Zeit war dieses Fragezeichen überwiegend ein Fassungslos, ein Fragezeichen ohne Halt und Grenze. Manchmal steht das Fragezeichen hinter den in mir lautlos geflüsterten Worten wie: Was? Hat er das wirklich gesagt? Ist das Ihr Ernst? Nee, oder? Und immer wieder einmal hinter dem existenziellen Wort: Warum? Jedenfalls, ich habe lange gebraucht, um durch das Gebirg dieser Fragezeichen meinen komplexen und kraftraubenden Bewältigungsmustern solcher Momente auf die Spur zu kommen. Um im Ergebnis mir selbst wieder auf die Spur kommen zu können. Denn wer bin ich? Wer wäre ich eigentlich ohne diese Kackscheiße?
nenne sie Momente, in denen ich Rassismus erlebe. Das klingt zwar nicht ganz so knackig und poetisch, doch warum soll ich ein Phänomen verkürzen oder verdichten, das so gewaltvoll, so wiederholt und so hartnäckig auftritt? Ein Beispiel, ein ganz einfaches und fast schon harmloses, die Kategorie harmlos, wie Sie sprechen aber gut Deutsch, oder das Tanzen liegt dir doch im Blut, oder wo kommst du her? Ich war beruflich in Hessen, der Workshop ist schon längst vorbei, einer der weißen, deutschen, männlichen Workshop-Teilnehmer, ein sehr warmer Mensch, der mir sofort sympathisch war, formuliert mir gegenüber, wie toll er es findet, wenn so ein exotisches Aussehen, wie meines, mit einem österreichischen Akzent, wie meinem, in Kombination auftritt. So unerwartet, so charmant, so interessant eben. Das Gewaltvolle an diesem Moment, in dem ich Rassismus erlebe, ist, dass ich bis zu eben diesem mein Aussehen in Kombination mit der Tatsache, dass ich in Wien aufgewachsen bin und die Art, mit welchem Klang meine Worte meinen Mund verlassen, für mich keine Rolle gespielt hat. Doch für die andere Person spielt es offensichtlich eine Rolle. Ich werde genötigt, diese ach so charmante Formel, exotisches Aussehen plus österreichischer Akzent, als relevant anzuerkennen und damit wird mein Gefühl, einfach nur zu sein, in Frage gestellt. Und das ist einer der wichtigsten Unterschiede zu Ewigkeitsmomenten. Diese sind unschuldig und in Einklang mit meinem Sein und allem, was mich umgibt. Ich muss dafür keinen Moment lang die Realität in Frage stellen, meine erlebte Normalität bezweifeln, mein Sein aus anderen Augen betrachten. Momente, in denen ich Rassismus erlebe, hingegen sind Momente, in denen ich in einem Bruchteil einer Sekunde mit einer Ladung Dreck in Form von ekligen Stereotypen, wüsten Assoziationen, unreflektierten Gedankengängen, unendlicher Ignoranz und über Jahrhunderte entwickelter rassistischer Ideologie konfrontiert werde. Jeder einzelne dieser Momente, in denen ich mit Rassismus konfrontiert wurde, war traumatisch. Jeder Ewigkeitsmoment hingegen ein Geschenk des Lebens. Ich lebe nun seit über 12 Jahren in Deutschland und diese Momente tauchen immer seltener auf. Das liegt weder an Deutschland noch an der Zeit, in der ich lebe. Ich verdanke das meinem persönlichen Empowerment-Prozess. Ich verdanke das all jenen Menschen, die die Gabe haben, mein Sein so selbstverständlich sein zu lassen, wie es das Leben für mich vorgesehen hat. Meiner Fähigkeit, genau die Regelmäßigkeit, Muster und Parameter zu erkennen, mit denen diese Momente, in denen ich Rassismus erlebe, auftauchen. Die darauffolgenden Fragezeichen haben sich mehr oder weniger aufgelöst. Außer das Fragezeichen nach dem Warum. Das hält sich hartnäckig. Doch selbst das wird müßig und verblasst, denn viel öfter möchte ich einfach nur fragen, welche Momente willst du uns schenken? Femme d'Afrique et princesse.
dans la peau d'une sève qui m'épaule comme une mère quand je suis seule face au blues. La nuit de veillée, je me retrouve. Et donne-moi une bonne raison de me glacer la mémoire, de ne plus m'abreuver dans les puits de l'histoire. Alors les mensonges se transforment en songes. J'ai trouvé un remède à ce mal qui me ronge. Je prends la parole au milieu du silence. Chanté très loin dans la main d'Afrique. C'est ton nom de meurtre. Je remets vers mes sens. Ma voix s'éveille. Que mon âme se réveille. Dans la peau d'une princesse nubienne. Dans la peau. Dans la peau d'une sève qui m'épaule comme une mère quand je suis seule face au blues. La nuit de veillée, je me retrouve. Je me retrouve. Je me retrouve. Je me retrouve. In a community, people choose to recognize each other as belonging to the same collective. They choose to consider one another as part of a whole, a we, an us. The us is defined by whom it excludes, as much as by whom it includes. The other contains all that we do not accept in ourselves. One way of thinking splits the whole into opposed pairs. Subject versus object, male versus female, white versus black, good versus evil, emotional versus rational. The other way of thinking recollects the whole. I did not grow up black. I simply grew up too thin, too smart-mouthed, only a girl. A malingering, big-headed one too, but definitely someone going places, headed for the top. That community expected no less of me. I was a young person at home, feminist, subversive maybe, but no inhuman saboteur. Not an unknown known to be preemptively stopped, searched, charged, bombed. I was stopped and searched anyway, but as a no-no. My community was judgmental, annoying, sometimes rejecting, and rejected, but I was not other, or trapped in a single identity. I felt free to change my story, take on roles beside my race. I was part of many we's, a human child, a bookworm, a girl, Creole, less a Christian than a Baptist, English-speaking, non-French-speaking.
We were privileged. Maybe luck. Fed on imported Nestle dairy products. We were presumed weaker than the average fufu nurtured child, and thus were prey. We had Western educations, read Western philosophy, were inspired by ideals, such as the universal brotherhood of man. The cynic might have spotted the brotherhood as a potential stumbling block for me. I clung to the universal, certain of equal status, personal dignity, freedom, and of course being given the benefit of the doubt. Innocent until proven guilty, and all only a 6-hour flight away. In Britain, we were alien but keen to fit in. We changed dress styles, accent, and intonation. Still, our foreignness clung, stubbornly. I was yelled at, spat at from car windows, shoved, given the finger, stripped naked in hospital and left for gum-chewing strangers to see. I was forgotten in an unheated airport tunnel at sub-zero temperatures for hours alongside everyone with a non-EU passport. I sometimes wonder, was this an initiation? Some ritual that preceded acceptance? Years later, proud to be British at last, I was told, only people born here belong. I learned that my feelings, thoughts, and experiences were too strong for sharing over dinner. People laughed nervously, changed the subject, said, surely you must be mistaken, asked, but are you sure he did that? And maybe she meant something else? Sometimes they were hurt or became angry with me. While living in Italy, I learned to distinguish European community members, comunitari, those who belong, from those who do not, those who are extra. Extraneous, surplus, too many. Extracomunitari provide services for economic rates. Sometimes extracomunitari travel to provide their services within the community. Childcare, comfort, cleaning, sexual services. Much like wives, sometimes the products of extracomunitari can be conveniently detached for small payments from the extracomunitari and brought on their own into the community of Europe. Children, kidneys, and sometimes the comunitari must move into the extracommunitarian space to obtain the desired service. A short internship that transforms a survivor into an expert on international development, a photo safari holiday, a home for rent at reasonable rates. The extracommunitarian space is a cross between free market playground, whorehouse, laboratory, prison, and zoo. The privileged can move unimpeded back and forth. Hard-eyed soldiers guard the borders against everyone else. I live in Germany now. Here they have few doubts about their own. They ask constantly, where are you from? I learn that there is a right and wrong answer. I learn that the right answer is not from here. Africa is the least controversial way to exit the conversation. Unless I have time for puzzlement at best, or an introduction to the ethno-nationalist basis for German identity at worst. German and black seem disjoint, mutually exclusive sense. I am lectured in taxis on why having a German father does not transfer Germanness to my child. I do not leave a tip. Throughout, my friends are my community. In this community, I am not special. No more connected to sensation or to the natural environment than anyone else. No more aggressive, sexually predatory, strong, entertaining, exotic than any woman my age, height, or weight. My community reflects me. It is where I look when I want to see myself. I find my authentic nature. I can let the barriers drop in my community. I can take off my mask of total self-reliance. My community recognizes my physical body, but also my emotions, thoughts, and spirit as those of a human being. From the community, I get food, rest, humor, movement, rhythm, connection, love, power, and purpose. My sisters assist me back to my authentic self by seeing how we are us, they say. Oh, yes, of course, that happened to me too.
They smile with their eyes, as well as their mouths. My community is productive and exciting. In my community, feelings of loneliness and powerlessness in the face of prejudice are sometimes the basis for action over time. They say you could, they say no. That was strange. I would not like that to happen to you. Sometimes my sisters oil my scalp, braid my hair, hold me. I find a safe space to reflect, to heal, to connect, and to flourish. A place in which I can own all the facets that make me. Relationships, work, spiritual life, body, mind. I wonder if to be German is to categorize, to define, to be certain, or to know without doubt. To be able to sniff out otherness in slight hesitations, to see through perfect conjugation to the undeclared and undocumented. Still, I choose to be part of this whole, and it seems Germany is running out of Germans. It will have to make do with us. Mein Vater wollte Mariam Asfahan,
stolzer Eritreer und Äthiopier, der, um zu studieren, am Anfang der 60er Jahre nach Europa kam und über 20 Jahre in Berlin und anderswo lebte. Er wusste dies auch auf seine Weise zu formulieren. Als wir Kinder waren, erzählte er meinen Geschwistern und mir, dass er aufgrund seiner überaus großen Liebe zu uns, aber auch durch eine wohl vererbte Fähigkeit aus der Linie der spirituellen Frauen unserer Familie, er eine spezielle Sehkraft oder Weitsicht hätte, durch die er auch in der Entfernung zu jeder Zeit wüsste, was wir taten. Als mein Radius als Teenager in Berlin einschließlich seines Nachtlebens sich vergrößerte, wurde mir jedoch klar, dass er sich auch gerne seines Freundeskreises bediente, speziell seiner guten Kontakte mit anderen Eritreern, Äthiopiern, überhaupt allen Afrikanern in Berlin, mit denen er in seiner langen Studentenzeit Freundschaft geschlossen hatte und die ihm bereitwillig und gerne Informationen über seine herumtreibende Tochter und anderes aus allen Lebenslagen zutrugen. Er hatte eine herzliche und humorvolle Art, die sehr einnehmend war, und gleichzeitig war er sehr kämpferisch und loyal, wovon seine Freunde unentwegt profitierten, wenn sie Aufmunterung oder Beistand brauchten. Aber wehe dem, der im Streit sich mit ihm, der im Streit mit ihm aneinander geriet. Aus guten wie schwierigen Zeiten entstand ein Schatz aus Anekdoten, die immer wieder erzählt wurden. Dazu gehörte zum Beispiel die Erzählung, wie er kurz nach meiner Geburt mit mir, die in einem schönen, geschwungenen Babywagen lag, im Schnee stecken blieb. Und er kurzerhand und zum Staunen anderer Spaziergänger sich den ganzen Wagen auf den Kopf hob und mit mir so nach Hause balancierte. Und wenn es Hühnchen zu essen gab, wurde oft eine Geschichte aufgewärmt, die sich im Wiener Wald zutrug. Als er dort einmal mit einem Freund ein Hühnchen auf die afrikanische Art, nämlich samt Knochen, verzehrte, scharten sich die Leute um ihn und gaben rassistische Kommentare zum Besten. Dies ließ er sich dann von seinem verschreckten Freund übersetzen, weil er zu der Zeit noch nicht genug Deutsch verstand, was sein deutsches Vokabular prompt mit Worten wie wilde Busch, Dschungel bereicherte. Diese Geschichte und andere wurden stets mit viel Gestik und Gelächter wieder und wieder erzählt. Später wurde es allerdings ernster, denn Unrecht gegenüber war er sehr kompromisslos. Wegen Misshandlungen durch die Polizei, die er in Berlin-Wedding, hier um die Ecke, vor seiner eigenen Haustür erfahren musste, verklagte er die betreffenden Polizisten. Im Laufe des Verfahrens legte er sich dann mit der gesamten deutschen Justiz an, denen er rassistisch motivierte Komplizenschaft und schließlich deren ganze Nazi-Vergangenheit vorwarf. Sein Fall brachte es zum obersten Gerichtshof, wo er endlich einen entscheidenden, wenn auch Teilsieg, erringen konnte. Inzwischen hatte er in diesen Kampf viele Jahre investiert und war auch von den Prozesskosten verschuldet. Außerdem mussten er und seine deutsche Frau während der ganzen Zeit unzählige und regelmäßige Hausdurchsuchungen erdulden, die von der Polizei überregional gegen ihn organisiert wurden, wodurch sein Kampf aber noch entschlossener wurde.
mit der Genugtuung ein Durchbruch auf höchster Ebene der deutschen Justiz erlangt zu haben, kündigte er schließlich seine gut bezahlte und prestigereiche Arbeit als Vorgesetzter bei den US-Amerikanern auf einer Militärbasis in Süddeutschland und nahm die erste Gelegenheit wahr, um noch einmal ins Exil zu gehen. Als hochqualifizierter Wissenschaftler würde er in den USA wohl am ehesten Anerkennung finden. Dieser Schritt war für ihn obendrein die einzigste Möglichkeit, den Gerichtsprozess an diesem Punkt erschöpft, aber mit einer Musik beiseite zu legen. Ich genoss während meiner Kindheit und Jugend recht viele Freiheiten, weil meine Eltern getrennt und berufstätig waren und einfach darauf vertrauen mussten, dass wir Kinder unseren Alltag sicher und sinnvoll gestalteten. Gleichzeitig wurde ich von meinem Vater seelisch und moralisch darauf vorbereitet und hatte den ehrenwerten Auftrag, in eritreisch-äthiopischer Mission die Zukunft unseres Volkes mitzugestalten und Führung zu übernehmen. Die beste Art, mich darauf vorzubereiten, war natürlich gute Schulnoten. Das war anfänglich recht einfach für mich. Überhaupt war alles am Afrikanischsein viel attraktiver als deutsch zu sein, waren doch die Deutschen in meiner kindlichen Wahrnehmung kein allzu stolzes Volk. Noch schienen sie überaus intelligent, sich so von den Nazis manipulieren zu lassen. Meine Mutter protestierte zwischendurch, schließlich waren wir durch sie ebenfalls deutsch und wir lebten einen gewöhnlichen deutschen Alltag. Aber dieser Gedanke war mir nicht allzu willkommen. Als Teenagerin kam ich durch eine Freundin zu einem Treffen einer losen Gruppe von jungen, auch älteren Schwarzen aus ganz West-Berlin, die dann ein, zwei Jahre darauf die ISD, die Initiative Schwarze Deutsche, gründeten. Im Angesicht meinesgleichen konnte ich mich zum ersten Mal positiv mit meinem Deutschsein auseinandersetzen und mich mit Schwarzen, generell People of Color, verschiedenster Herkunft aus allen Teilen Deutschlands identifizieren. Es ging um ein Sichtbarwerden und somit auch um eine Selbstfindung und auch die Anerkennung als Afrodeutsche oder Schwarze Deutsche. Und bei der Etablierung einer schwarzen Gemeinschaft in Deutschland dabei zu sein und mitwirken zu können, war für mich in den 80er, 90er Jahren ein äußerst sinnstiftender Lebenszweck und eine prägende Zeit hatte ich in Deutschland ja nun doch noch eine Heimat gefunden. Alle wesentlichen Schritte in meinem zukünftigen Leben, einschließlich meiner Öffnung hin zum Islam, reihten sich in logisch-harmonischer und auch in abenteuerlicher Weise an diese bewegte Zeit. Meine eigenen Kinder haben einen wesentlichen Teil ihrer Kindheit nicht in Deutschland verbracht, womit sich für mich im Grunde ein altes Versprechen bzw. mein eigener Kindheitstraum verwirklichte. Unser Leben in den USA und in Südafrika hat meinen Fokus auf Deutschland noch einmal grundsätzlich relativiert. Vor 5 Jahren sind wir zurückgekehrt und glücklich in einer Nachbarschaft zwischen Waldorfschule und einer vorwiegend deutsch-muslimischen Gemeinschaft in Potsdam gelandet. Heute trage ich meine Heimat im Herzen. Thank you.
Someone.